Guten Tag, ich bin Professor Stehling, Direktor der Vitus Privatklinik in Offenbach. In der Vitus Privatklinik haben wir uns auf die Behandlung von Prostatakrebs spezialisiert und sind mit fokalen Therapien wie der irreversiblen Elektroporation, IRE, auch als Nanoknife bekannt, und mit der Immunotherapie neue Wege gegangen. Wir haben gezeigt, dass Prostatakrebs erfolgreich ohne signifikante Nebenwirkungen behandelt werden kann. Inkontinenz und erektile Dysfunktion, Impotenz, können fast vollständig vermieden werden, bei Erfolgsraten, die mit der operativen Entfernung der Prostata, der radikalen Prostatektomie, vergleichbar sind. Heute möchte ich ein wichtiges und sehr kontroverses Thema ansprechen. Testosteron gegen Prostatakrebs. Sakrileg oder Segen? Viele Patienten und auch die meisten Ärzte glauben, dass Testosteron, das männliche Sexualhormon, das Wachstum von Prostatakrebs fördert, möglicherweise sogar auslöst. Das ist soweit richtig. Liegt ein Prostatakarzinom vor, ist eine Substitution mit Testosteron kontraproduktiv, weil es zu einem rascheren Wachstum des Karzinoms führen kann. Aber es gibt auch Situationen, in denen Prostatakrebs mit hohen Testosterondosen erfolgreich behandelt werden kann. An führenden Kliniken in den USA, wie der Mayo Clinic oder der Johns Hopkins University, gehört das seit Jahren zum Standard. In Deutschland haben die meisten noch nicht einmal davon gehört. Bei Männern mit metastasiertem Prostatakrebs, also Karzinomen, die Absiedlungen in Lymphknoten und Knochen gebildet haben, können hochdosierte Testosterongaben das Tumorwachstum stoppen oder sogar zu einer langjährigen Rückbildung der Tumormasse führen. Das gelingt dann, wenn die betroffenen Männer bereits seit einiger Zeit mit einer Testosteronblockade, auch als Hormontherapie bekannt oder genauer antihormonelle Therapie, behandelt wurden und auf diese nicht mehr ansprechen. Man nennt das Stadium der Erkrankung dann hormonrefraktäres, metastasierendes Prostatakarzinom. Als verzweifelter letzter Versuch wird dann oft eine Chemotherapie versucht, die bei Prostatakrebs aber meist nicht sehr wirksam ist. Warum ist aber dann gerade die Gabe von Testosteron wirksam? Das liegt daran, dass sich durch die meist jahrelange Hormonblockade auf den Tumorzellen massenhaft Testosteronrezeptoren ausgebildet haben. Man könnte sagen, die Tumorzellen versuchen damit, der Hormonblockade entgegenzuwirken. Wird nun einmal pro Monat eine große Menge Testosteron in den Oberschenkelmuskel appliziert, bindet sich das Testosteron an die vielen Testosteronrezeptoren, wird in die Tumorzelle aufgenommen und überschwemmt diese quasi mit Testosteron. Das führt zum Absterben der Tumorzellen. Da bei dieser Therapie die Hormonblockade mit einer intermittierenden hochdosierten Testosterongabe kombiniert wird, wird diese Therapieform als bipolare Androgentherapie bezeichnet. Die bipolare Androgentherapie ermöglicht also die erfolgreiche Behandlung von metastasiertem Prostatakrebs, wenn die Hormonblockade versagt. Aber die bipolare Androgentherapie hat noch vielfältige andere Vorteile. Durch die hohen Testosterondosen bilden sich die gravierenden Nebenwirkungen der Hormonblockade zurück. Bei den mit Testosteron behandelten Männern kehrt die Libido, der Sexualtrieb, zurück. Bei vielen Männern auch die Erektion, sofern diese nicht durch eine Operation irreversibel geschädigt wurde. Das Testosteron sorgt auch für eine Zunahme der Muskelmasse und eine Rückbildung der Fettdepots, eine Stärkung des Immunsystems, sowie eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und der allgemeinen Lebensenergie. Und noch ein Effekt der bipolaren Androgentherapie ist bemerkenswert. Nach mehreren Zyklen der Testosterongabe beginnt auch die ursprüngliche antihormonelle Therapie wieder zu wirken. In der Vitus Privatklinik behandeln wir Patienten erfolgreich mit dieser Therapie. Ein Segen für die Patienten, ein Sakrileg aus Sicht der meisten Urologen. Wir halten uns dabei streng an die in den USA, an der Mayo Clinic und Johns Hopkins University
entwickelten Protokolle, da deren Wirksamkeit in klinischen Studien getestet wurde und die dort als klinischer Standard angewendet werden. Wenn Sie unter einem hormonrefraktären, metastasierenden Prostatakarzinom leiden, lassen Sie sich von uns beraten. Die bipolare Androgentherapie kann Ihren Prostatakrebs in Schach halten und Ihre Lebensqualität verbessern.